Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar noch einmal über Seven vs. Wild. Und dieses Mal über die autoerotischen Abenteuer von Papa Platte und Reese. Richtig, wir befinden uns am vorletzten Tag und dieses selbsterkorene Forscherteam hat in der Tradition von Dr. Sommer und der Bravo, da gab es meine lieben pubertierenden Freunde von Seven vs. Wild, ihr wisst es vielleicht nicht mehr, aber von 1969 bis 2014 gab es in der Bravo noch Dr. Sommer, der sich mit all dem Problemen von Akne bis hin zu Multiorgasmen beschäftigt hat. Und genau da wäre so etwas gut aufgehoben gewesen, denn auch damals hat man genau die Zielgruppe, in der ihr euch befindet, mit solchen Sachen angesprochen. Und. Papa Platte hat geliefert, richtig, und wie er geliefert hat, mehrmals sogar, wie er selber gesagt hat. Also fassen wir zusammen, zu den eigentlichen Leistungen hat es nicht mehr gereicht, weil ohne Mampf kein Kampf, ohne Verpflegung keine Bewegung. Aber es reicht eben noch für rhythmische Sportgymnastik, sei es mit sich selber. Und das ist eben genau der Vorwurf, den man den beiden Jungs machen müsste an dieser Stelle. Denn diese Form der Energieverschwendung sollte man doch wenigstens... Dann mit ins Kalkül werfen. Wenn man es schon erforschen will, dann sollte man nicht nur den Ausstoß in Milliliter betrachten, wie es geschehen ist, sondern auch mal überlegen, was man da so getan hat. Eine autoerotische Runde kostet eine Frau 300 Kalorien, bei Männern schlägt es mit 150 zu Buche. 150 Kalorien, meine lieben Jungs, da hättet ihr noch ein wenig rumtun können vor der Kamera. Da hättet ihr noch das Seitenteil bauen können an eurem Shelter. Und auf der anderen Seite wisst ihr, wie viele Blaubeeren ihr dafür sammeln und essen müsst. So eine Blaubeere wiegt rund 2 Gramm. Ihr könnt es euch ganz einfach ausrechnen. Ihr bräuchtet rund 300 Gramm Blaubeeren, um das zu kompensieren. Diese 150 Kalorien, die ihr da verpulvert habt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet nichts anderes bei einem Gewicht von 2 Gramm pro Beere. 150 Speere hättet ihr essen müssen, um das zu kompensieren. Das war eine wunderschöne Verschwendung. Hättet ihr da nicht noch ein bisschen warten können? Naja, wenn die Triebe zuschlagen, sei es drum. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ihr habt bei diesem Format jetzt gemerkt, was das für Überlängen hat und dass man... Selbst wenn man sieben Teams mit zwei Leuten, also 14 Leute an den Start bringt, dann ist es eine Illusion zu glauben, dass man da mehr Content bekommt als beim Dschungelcamp. Denn da hätte man ja lernen können, dass das nicht funktioniert. Gegen Ende tut sich da nichts mehr. Dann wird nur noch rumgelegen und kein Content produziert. Da ja auf das Bestreben von Fritz auch die Übungen, dass die Challenges rausgefallen sind, wo man sich mal bewegen musste, ist außer. Schau, wir gehen schlafen. Hallo, wir sind aufgewacht und wir haben Hunger. Ist nicht sehr viel geboten worden. Ach ja, doch, Ries hat sich gewaschen. Das darf man auch noch mal erwähnen. Das ist auch etwas, das sollte man tun hin und wieder und schön, dass man es gezeigt hat, was wir nicht gesehen haben. Bei dem der Teams haben wir kein Fischen gesehen. Jeder packte in seine Flasche Angelhaken, Vorfächer, Köder und alles mögliche ein, außer Unserem Duo Infernale Sascha und Knossi hat nun mal niemand es geschafft, auch nur ansatzweise ein paar Fische an Land zu ziehen. Es wurde auch dadurch, weil nichts gefangen wurde, wurde auch kaum gekocht. Es wurden vielleicht mal, vielleicht mal ein paar Beeren warm gemacht, aber das war es dann auch. Und es wurde auch nicht sehr viel gebaut. Wenn der Schelter mal gestanden ist, dann war es das. Es war also keine Action. Und es war kein... Deep Talk. Es war auch kein Gespräch. Es war nichts da, was man hätte senden können. Außer: Ich habe Hunger. Ich will hier raus. Lass uns schlafen. Lass uns aufstehen. Lass uns warten. Ja, und das ist auf Dauer ein bisschen wenig. Und wenn ihr jetzt sagt, euch reicht's, dann ist es ja okay. Aber dann zeigt es ja auch, wie niedrig hier die Begeisterungsschwelle gehangen wurde und wie einfach es ist, das Publikum heutzutage zufrieden zu stellen was ja auch nicht weiter schlimm ist. Das heißt also im Grunde genommen war das ganze Programm davon geprägt, dass man nichts gesehen hat. Aber so ist das eben. Wenigstens haben die Frauen Herz gezeigt. Sie haben gezeigt, wie sehr sie sich aneinander gewöhnt haben und wie schön es ist. Und das war ja doch auch etwas... Anrührendes. Das war ja wenigstens etwas Schönes. Und das zeigt jetzt wiederum, dass es gut war, dass man eine Wildcard reingegeben hat und dass man eine Quote reingegeben hat. Nur, dass diese Quote permanent davon redet, dass sie ja für die Frauen an den Start gegangen sind, nervt irgendwann. Aber sei es drum. Vielleicht nervt es ja nur mich, den Boomer, den alten weißen Mann. Aber mir macht Spaß. Mir macht Spaß, euch zu zeigen, dass nicht alles Epi-Bepi-Sonnenschein ist und dass man auch nicht mit allem einverstanden sein muss. Und es macht mir auch Spaß darauf hinzuweisen, dass ihr die Kommentarzeile geflutet habt und es mir nichts ausmacht, weil ich weiß ja, von wem es kommt und ich weiß auch, wie es gemeint ist. Dass ihr glaubt, dass Fritz übers Wasser wandern kann und ihn bis aufs Blut verteidigt, ist ja schön. Das wird sich noch geben bei euch. Wartet mal ab. Irgendwann werdet auch ihr erkennen, dass bedingungslos eine fanatische Einstellung ist und die ist immer gefährlich. Man sollte also dadurch aus eine kritische Distanz irgendwann lernen. Aber ihr habt ja noch Zeit. Was aber auf jeden Fall klar war, nämlich mit dieser autoerotischen Maßnahme, die da aus dem Hut gezaubert wurde gegen Ende, wo sonst nichts mehr geholfen hat. Sowas passt dann schon zur neuen Produktionsgesellschaft, denn die hat ja ihre ersten Spuren gemeinsam mit Endemol verdient. Und das sind die, die Big Brother an ins Start gebracht haben. Und da war es damals ja genauso, wenn die Bettdecke angefangen hat zu vibrieren, haben alle ganz gespannt hingeschaut und genau das passiert eben jetzt auch hier mit diesem Format. Es wird verramscht. Es geht im Niveau ins bodenlose und es ist ja längst angekommen im Trash TV, weil mit Survival hat es ja nicht mehr viel zu tun. Es ist Hungern im Wald und nicht mehr und nicht weniger. Das mag der Anspruch von dem einen oder anderen von euch sein, dass er sagt, ihm reicht das, ihm reicht auch das als Unterhaltung. Das ist ja das Schöne. Jeder ist ja auch nur das, was ihm schmeckt. Und auch da ist es ja so, dass die einen anspruchsvoller sind als die anderen. Manchen reicht eben Junkfood und sie lieben es, zu McDonald's zu gehen. Was ich mir nur wünsche, ist, dass ihr vielleicht das ein oder das andere Mal ein wenig mehr Gelassenheit an den Tag legt, wenn es darum geht, Meinungen zuzulassen. Nicht jetzt, das müsst ihr nicht. Also tobt euch wieder aus in der Kommentarzeile, weil... Das ist euer gutes Recht, das ist das Ventil, was ich euch gerne gebe, das ist der Kanal, den könnt ihr gerne nutzen. Tobt euch da ruhig aus. Und wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr eure überschwellenden Gefühle kontrolliert bekommt danach, dann denkt mal drüber nach, ob es das wirklich ist, ob ihr damit wirklich zufrieden seid mit dem, was da geboten wurde oder ob ihr nicht auch einen gewissen Anspruch habt, selbst wenn eure Idole mit im Spiel sind. Man muss nämlich hier nicht permanent Entschuldigungen erfinden. Es gibt so einen wunderschönen Spruch. Der Gewinner liefert Ergebnisse, der Verlierer liefert Ausreden. Und wenn ich mir angehört habe, was jetzt auch im Nachhinein erzählt wurde von Fritz, von Madin und von einigen anderen, dann war das sehr viel bla bla. Aber wie gesagt, Offensichtlich wissen eure Helden, was ausreicht, um euch wieder glücklich zu machen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ciao von Now, euer Chris.